Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Heute werden wir eine organische Lösung mischen und dafür müssen wir eigentlich nur hier kurz mal an den PC rangehen und dann bestätigen und Produktion starten. Verbindung zur Produktion konnte nicht hergestellt werden. Wenden Sie sich bitte an die Wartungsabteilung. Spülen. Spülung erfolgreich durchgeführt. Laut Aufzeichnung ist die Säuberung und Inspektion von Mischbehälter B999 Tage überfällig. Die Nichtbefolgung von Vorschriften kann Geldstrafen und oder Inhaftierung nach sich ziehen. Bitte wenden Sie sich umgehend an die Wartungsabteilung. Statussystem bereit. Sammle ein Würgepflanzenblüte. Okay. Wo soll die sein? Ich weiß, dass hier noch ein paar Roboter rumschwören. Er hat mich natürlich sofort gesehen. Ach so, okay. Dann lassen wir den Roboter mal Roboter sein. Und gucken mal nach einer Blüte. Würgepflanze, wie sah die denn nochmal aus? Ich kontrolliere übrigens gerade die Umgebung. Oh, ich habe keine AP mehr. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich glaube, ich verschwinde. Jemand hat meinen Vater in der Vergangenheit umgebracht. So, wenn ich eine Würgepflanze wäre, wie würde ich aussehen? Und wo würde man mich finden? Wir sind noch im Gebiet drin. So eine Würgepflanze? Nee. Wie sieht denn der Scheiß nochmal aus? Was ist das denn? Was? Wie? Was geht denn mit dir ab? Der bekommt keinen Schaden. Ah, das ist ein verbrannter Schlinger. Oh Gott, das ist ja noch schlimmer. Ich bin da mal weg, ne? WTF? Wie wär's, wenn du mal Schaden bekommst, Junge? Du läufst mir immer noch hinterher, oder? Ich glaube, der hat mich abgeworfen. Der bekommt keinen Schaden. Was ist denn das für ein Viech? Hilf mir! Hey! Masifu! Oh Gott! Masifu! Hilf mir, Masifu! Danke. Danke. Du bist wirklich sehr nett. WTF! War da gerade ein mutierter Farn? Ah, Würgepflanze. Okay. Immerhin war hier jemand in der Nähe, der mir kurz helfen konnte. Okay. Würgepflanzenimitation. Ne, was? Würgepflanze. Blüte. Die waren doch, das waren doch riesige Viecher, oder nicht? Soweit ich mich erinnere. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum ich gerade absolut keinen Schaden gemacht habe. Das war ja absurd.
Ist auch nicht schlecht. Er läuft ja halt mit einer Nahkampfwaffe durch die Gegend. Kann natürlich alles one-shotten. Ich meine, wenn ihr gerade gesehen habt, wie viel Schaden er gemacht hat. Früher oder später können wir das auch machen. Jetzt momentan halt noch nicht. Nein, das ist ein Auto. Bin ich noch im Gebiet? Ich bin noch im Gebiet. Ja, keine Ahnung. Ich finde die jetzt nicht. Wahrscheinlich habt ihr sie schon 10-mal gesehen, aber ich finde die nicht. Ich weiß ja nicht, wonach ich suche. Das ist das große Problem. Ich verstehe. Darum war da also ein knackiger Gegner. Ich meine, Herstellungsgegenstand freigeschaltet Red Shield. Ich hätte ihn töten können, wenn ich denn versteckt wäre. Aber da ich ja nicht versteckt war, ging es nicht. Das ist auch nicht schlecht. Das Arschloch. Ich hätte zumindest drauf schießen sollen. Der war liegen der und ich krieg den scheiß Loot nicht. Brauchst du nicht den scheiß Ernst? Toll, weißt du? Da lasse ich mir helfen und dann kommt das bei raus. So. Weglaufen verlängert nur den Schmerz. Okay, erstmal den ganzen Müll loswerden. Wurde lokalisiert. Oh Gott, kümmere dich bitte um den. Aber ich schieße ihn vorher an. Immerhin krieg ich gratis Erfahrung. So. Schmelzen will ich nicht, nützliches. Gibt's hier Quest-Gegenstände? Red Shield. 300 Schadenresistenz, Strahlungsresistenz für 15 Minuten. Flüchtling versucht zu entkommen. Starte Verfolgung. Bin ich gerade in einer schlechten Situation? Red Shield. Oh Gott. Egal. Zumindest haben wir die Quest beendet. Das ist ganz schön alles ziemlich schnell nachgespawnt, ne? Ey, kleinen, haurigen Schweine. Ja, komm, schleichen wir uns rein, holen wir uns den Scheiß. Hui. Und dann ist gut. Ist ja gerade gestorben. Ich hätte dir helfen können, Matsu. Oh, ich krieg seinen Loot. Nein! Ich will alles mitnehmen. Ich will's mitnehmen! Wieso leg ich ständig meine Sachen rein? Oh Gott, jetzt muss ich weg. Ich habe erst einen Schock bekommen. Ich bin dann mal weg, Alter. Wenn der mich jetzt findet, bin ich tot. Das ist die Rache dafür, dass du den Legendären umgebracht hast. Ich muss jetzt abhauen. Ist weit weg von dem Kollegen. Ich gehe jetzt schnell nach Hause. Aber kann ich nicht. Folgendes, wir müssen jetzt die Rüstung mitnehmen. Schnell einsteigen. Oder wird mich töten, wenn er merkt, dass ich seine Sachen genommen habe.
Und dann schnell nach Hause. Ich hab alles einen Schrott. Ich hoffe, er hat dafür stundenlang gearbeitet. Weil theoretisch muss man einfach nur im hochleveligen Charakter, der stundenlang gefarmt hat, hinterherlaufen, warten, bis er abkackt und dann sein Zeug klauen. Wobei, so viel kann er ja gar nicht tragen, ne, also. Wir haben wahrscheinlich einen Großteil bekommen. Gucken, wie viel Gewicht haben wir jetzt? 231, ja. Mal gucken, was sagt der Schrott? 113 Bleischrott. Oh, das hat er alles gefarmt. Oh, ich fühle mich so böse. Oh, Kristallscherben, lose Schrauben, Zahnräder, Rohgummi hat er dabei gehabt. Der hätte richtig viel Scheiße. Alter, das gehört alles mir. Das ist alles meins. Und sobald ich das hier reinlege, kann er nichts mehr machen. Noch kann er mich ja aufspüren und mich verfolgen. Aber ich zweifle, dass er das macht. Allein fürs Blei hat sich das gelohnt. Allein fürs Blei. Rein theoretisch könnte ich jetzt Munition herstellen. Aber vielleicht mache ich das auch. Ich meine, 308er Munition kann man immer gebrauchen, ne? So. Das kommt davon, wenn man den legendären Typen für mich vor mir tötet oder dass ich den Loot kriege. Wer weiß, was da hätte drin sein können. Der Kollege ist weg, ne? Hätte ich ihn jetzt hier in der Nähe gesehen, hätte ich gelacht. Oder hat er sich ausgelockt? Aus reiner Wut. Weil er stundenlang dafür gearbeitet hat. Wie ist er das? Weiß nicht, wo haben wir ihn zuletzt gesehen? Hier haben wir ihn zuletzt gesehen, naja. Ich glaube, der ist mittlerweile da unten. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Naja, egal. Wir haben ordentlich was geklaut. Ich fühle mich dabei wohl und gut. Und wir können jetzt direkt weiter questen. Viele Quests dürften wir wahrscheinlich nicht mehr haben. Sonstiges. Untersuche Harper's Ferry. Mhm. Wollen wir Ghule in White Springs töten? Es ist mittlerweile täglich, aber man kann die halt immer täglich machen. Öffne den Spind des Bergarbeiters. Machen wir das erstmal. Er ist sogar hier um die Ecke. Können wir direkt mal hinlaufen. Und dann gehen wir halt die Main Quest weiter. Wobei ich echt am Überlegen bin, ob ich jetzt nach der Folge vielleicht noch ein bisschen Solo spiele und ein bisschen was farme. Einfach nur, um noch den Bonus zu kriegen und vielleicht sogar noch eine gute Waffe zu finden oder irgendwas. Weil meine OP-Waffe, die ich jetzt habe, die habe ich ja auch das letzte Mal gefunden, währenddessen ich gefarmt habe, ne? Glaube schon. Stellt sie durch, bitte. Lass doch die Karre in Ruhe. Er hat doch nichts getan. Puh.
Da ist ja noch mehr. Was ist denn los mit euch? Okay, ich will doch hier nur einen Spind öffnen. Mehr will ich nicht, wirklich. Ich lasse euch doch gleich wieder in Ruhe. Wenn ich denn hier jemals einen Spind finde. Oh, hier sind Spinde. Sprengkapselbox. Bauplan, Marinearme. Oh. Leichtes Maschinengewehr, ja, schade. Warum stand da gerade, hol deine Beute zurück? Ach, da ist er doch. Hat ich da noch Beute gelassen? Warum stand da gerade, hol deine Beute zurück? Muss ich gleich in der Aufnahme mal gucken, ob da irgendwo noch ein Questmarker war, aber ich glaube nicht. War wahrscheinlich nur ein Bug. Wir haben Marinearme bekommen. Marinerüstung. Linker Arm, rechter Arm. Was ist denn eine Marinerüstung? Hier ist nichts Großartiges dabei. Marinerüstung da. Ja, ab Level 35 ist nicht schlecht. Kann man machen, wenn man Bock hat. Aber habe ich nicht. So. Okay. Leichtes Maschinengewehr. Schaden 16? Ab Stufe 50? Schießt mit Stoff oder was? Nein. Das wär's doch. .308er Munition. Nicht gut. Nicht gut. Komm. Nicht mal einen Aufsatz bekommen. Danke, du mich auch. Was für eine Scheiße. Na gut. Gehen wir weiter. Dann schauen wir mal, was wir jetzt noch die letzten Minuten machen. Ich möchte ja gleich offensichtlich farmen gehen. Es ist ein Daisy Cutter. Wo hab ich den denn her? Wann habe ich den denn bekommen? Gewicht um 90% reduziert. Okay. Daisy Cutter gefällt mir. Eines Tages werden wir vielleicht sogar damit Schaden machen. Aber bisher kann er noch weg. Da ist der Golfschläger. Pff, Stufe 5. Das muss man jetzt auch nicht sagen, ne? Okay, gucken wir uns mal unsere Quest an. Wir gucken jetzt einfach, was wir machen. Wir machen heute eine kürzere Folge. Und dafür gucke ich mal, was wir als nächstes machen. Ein Plan geht auf. Abby erwähnt in einer Nachricht, dass in den Master Hulubahn von Harper's Ferry reinzukommen. Okay. Abigail Singh konnte nicht das Hauptquartier der Stählernen Bruderschaft finden. Ein Ort namens Fort Deviance. Aber sie kannte die Position einer ihrer anderen Basis, Camp Venture. So, wo ist der Kram? Da hinten. Das ist doch meine Markierung, oder nicht? Kann ich die Markierung aufheben? Markierung platzieren. Ich will sie aufheben! Ah. Nee, irgendwo da hinten muss Camp Venture sein. Hä?
Das passt ja jetzt wohl nicht von der Richtung her. Ich gucke offensichtlich da nach unten, aber anscheinend... Ja, das muss die Erdkrümmung sein, Freunde, das muss die Erdkrümmung sein. Ja, dann werden wir da als nächstes hingehen, weil hier... ist das schon ein bisschen krass, Harper's Ferry, wobei das nicht weit entfernt ist von Harper's Ferry. Na gut, mal gucken. Ich bin gespannt, was ich finden werde und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein, euer Zero, tschüss.